Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darksiders. Wir sind aus dem Garten Eden hinausgekommen und müssen die Bruchstücke der Armageddon-Klinge zusammensuchen. Und ich bin gespannt, wie uns das so funktionieren soll. Also wir haben hier die erste. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Eines von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Finden Sie noch 6. Oh, Vulcrin! Vulcrin! Ich sehe da hinten eine Vulcrin-Station. Und Ruin ist auch wieder bei uns. Und wir haben hier noch eine Kiste. Die holen wir uns natürlich auch noch. Wenn wir schon hier sind. Wir können alle Seelen gebrauchen bei Vulcrin. Denn da werde ich erstmal wieder Lebenssteine kaufen gehen, bis es nicht mehr geht. So, Vulcrin. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin mal gespannt, ob uns in der Schattenwelt auch Gegner begegnen. Wenn nicht, wäre ich da nicht böse drum. So, Vulcrin. Was hast du zu sagen? Das glaube ich dir aufs Wort. So. Erstmal die Artefakte. Dann hiervon ein. Und noch ein. Mehr geht nicht. Gut, okay. Dann holen wir uns noch die Heimsuchung. Und was holen wir uns da noch? Nehmen wir noch die Kreissäge. So. Dann wähle ich jetzt erstmal unsere neue Fähigkeit aus, die Heimsuchung. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen auf meinem guten Handy. So, und dann tun wir das hier noch auf die Stelle machen. Und dann können wir auch durch das Schlangenloch gehen. Nicht bekanntes Gebiet. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Ja. Da müsste ja dann auch irgendwas sein. Heieiei. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Story hier weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, ob wir noch gegen Azrael kämpfen müssen oder nicht. Wobei man auch sagen muss, der Zerstörer an sich ist ja schon gewaltig. So ein Riesendrache, der früher mal ein Erzengel war. Da haben sie sich schon ordentlich was einfallen lassen. Gefällt mir richtig gut. So, dann bin ich mal gespannt. Erstmal gar nicht. Sehen wir hier jetzt nur die Oberwelt? Nee, okay. Aber hier sehen wir auch nichts. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung wir gehen müssen. Da ist was angezeigt. Okay.
Das müsste ja machbar sein. Der Stygian ist ja auch nicht mehr da. So, dann gehen wir mal dahinter. Aber so wie es aussieht, sehen wir keine Gegner. Das freut mich. Dann können wir uns hier ein bisschen gechillter entgegen entlang gehen. Willst du mich verarschen? Da komme ich nicht hoch, oder wie? Hahaha. Mit Tricks geht alles. Willst du mich verarschen? Hä? Hm? Ich bin überfragt. Und zwar offiziell. Dann gehe ich ja eben mal ein bisschen außen rum. Vielleicht kommt man von der anderen Seite hin. Da kommt man auf jeden Fall nicht hin. Vielleicht muss ich über die Brücke. So. Dann gehe ich aber erstmal wieder hier runter. Ah, verdammt. Dann eben nicht. Dann gehe ich eben den Umweg. Das Held kriegt nämlich auch nicht auf. Ach. Heieiei. Immer diese Sucherei, die ist ein bisschen nervig. So. Gehen wir mal hier hoch. Sieht man da auf der Karte nichts? Ja gut, da kam er ja nicht hin. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg und schau, was passiert. Wir wollen ja das Spiel ungeschnitten sehen. Also ich zumindest. Da sind Gegner wieder, die ziemlich nah sich angehört haben. So. Warum blinkt eigentlich meine Anzeige da oben? Ich weiß nicht, kann ich sterben jetzt in dem Zustand? Ich hätte fast vergessen, dass man hier stürmen muss. So, kann ich von hier aus jetzt dahin? Ehrlich gesagt scheint das nicht so. Dann, hä? Dann bin ich etwas überfragt, ehrlich gesagt. Oder ist es einfach nur so? Ach, da kann ich gar nicht runter. Ehrlich nicht. Ach Mann. Oder ist es so, dass es einfach in der Schattenwelt das Ding eben aussieht wie, sag mal's. Ach, leck mich am Arsch. Dass einfach das Ding, wo man da abschlagen muss, dass es einfach in der Unterwelt nur so aussieht. Also in der Schattenwelt. Nee, sieht auch hier so aus. Bloß sehen wir dann da das Ding nicht. Ich probier's einfach mal. Nee. Ach, da geht's rein. Ich Idiot. Ich Idiot. Und was für ein Idiot ich bin. Ich sehe hier Feuer. Ich sehe aber hier nur Feuer. Keine Bombe. Hm? Jetzt bin ich überfragt. Wie soll ich denn ohne Feuer, ohne Bombe hier was reißen?
Moment. Aha. Das ist aber jetzt eher der Rückweg, oder? Aber wenn das so welche sind, die nicht explodieren, dann können wir die ja mitnehmen. Ach ja. Hm? Warum ist auch das andere kaputt gegangen? Und wieso laufe ich im Kreis? Ach, das ist auch gar nicht hier. Hä? Jetzt bin ich extrem strange verwirrt. Und gehen wir nochmal hier hin. Da ist nichts von Bedeutung. Gut, dann reiten wir mal dahin. Nee, das reicht auch nicht. Hm? Ach so, das hat... Ach so, das war so. Gut, dann laufen wir jetzt mal doch hier den Kreis hoch. Dann habe ich mich nur getäuscht, dass wir im Kreis laufen, dass es alles gleich aussieht. Ja, weil hier sieht man, hier kommt man da nicht mehr hoch. Ah, so, ich habe mich bloß ein bisschen täuschen lassen. Ich habe mich nur täuschen lassen. So. Dann gehen wir hier hoch. Und da ist das letzte Stück. Hoppla. Oder nicht das letzte, sondern das nächste Stück. So, nur noch 5 Stück. Vor allem nur noch. Jetzt kleiden wir hier hinunter. Dö. So. Reiten wir los. Zu der Vulcrin-Stelle. Damit wir das nächste Stückchen bekommen können. So. Ach ja, schön, wenn man mal so Sachen abarbeiten kann, ohne dass einen ganze Zeit Gegner irgendwie stören. Das freut mich sehr. Und schont meine Nerven. Hoppla. So, wo gehen wir als nächstes hin? Wir gehen als nächstes hier unten hin. Ach. Wisst ihr, normal, ganz ehrlich, normal hätte man sowas wie hier, dass man die Schlangenpfade nutzen muss, auch schon mal vorher machen können. Weil dann hätte man so sich ein bisschen merken können, welcher Schlangenpfad wohin führt. Das hätte ich sehr hilfreich empfunden, weil ich habe die Schlangenpfade ja erst ziemlich spät kapiert.
wie die funktionieren, beziehungsweise wo was ist. Von daher hätte ich das hier nicht schlecht gefunden für einen Anfang. Wie kann ich Händler dir dienen? Du könntest abmoderieren. Nicht? Gut, dann muss ich selber machen. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!